Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe von 16 zu 9, eurem Uni-Nachrichtenformat aus Paderborn. Heute feiere ich die 10. Folge. Vergangenheit. Asta Kickoff, Bubble Kick. Die letzte Woche an der Universität stand für die Studierenden unter dem Motto Asta Kickoff. Absolutes Highlight war wohl das etwas andere Fußballturnier zwischen den Fachschaften. Denn beim Bubble Kicken kommt auch für jene, die nur zuschauen dürfen, der Spaß nicht zu kurz. Gewinner dieses ungewöhnlichen Sportevents war die Fachschaft IBS. Community Garden. Ebenfalls im Rahmen des Asta Kickoff wurde der erste Gemeinschaftsgarten an der Universität angelegt. Neben dem Gebäude P9 sind nun ein paar Quadratmeter mit Gemüse und Kräutern bepflanzt. Ansprechpartner für das Projekt ist zwar der Allgemeine Studierendenausschuss, mitmachen und mit Ernten können aber alle Studierenden mit oder ohne grünen Daumen. Mehr Infos und einen Gießplan gibt's beim Asta. Gegenwart. Zeit, es ist 9.45 Uhr, Ort H1 319, Schnittraum der TV-Redaktion Blickfang. Zukunft. Science Paderborn. Gleich 6 Veranstaltungen in nur 5 Tagen. Volles Party- und Kulturprogramm, das bieten die Studierenden des Praxisseminars Science nun schon im 3. Jahr für das Paderborner Publikum. Traditionell startet die Science-Woche mit einem Poetry Slam im Paderborner Rathaus. Weiter geht es mit einem klassischen Studienstag in den Paderborner Kneipen. Unter Science Goes Vintage wird ein Abendflohmarkt in der Kulturwerkstatt veranstaltet. Großer Andrang und wenig Platz, hier wird empfohlen, früh vorbeizukommen. Lesung plus Musik wird es am Donnerstagabend ab 20 Uhr in der Stadtbibliothek geben. Karten für nur 3 Euro, noch im Vorverkauf. Anschließend geht's ins Sappho Party Candy Crush 2. Den Abschluss gibt's dann am Freitag ab 15 Uhr auf der Bühne am Rathausplatz. Mischkonzert auf dem Frühlingsfest, auf dem wahrscheinlich sowieso ganz Paderborn sein wird. Infoabend Universal. Nicht nur ich bringe Nachrichten und mache Presse, auch die Studierendenzeitung Universal. Diese lädt morgen, Dienstag, 26. April um 18 Uhr, zu einem Open Office ein. Im Rahmen dieses Infoabends soll für die Arbeit an der Zeitung, die nun schon seit 15 Jahren an der Universität besteht, begeistert werden. Neben Infos werden Getränke und Pizza versprochen. Treffpunkt ist H1 314. Uni Online Shop. Wie die Stabsstelle Marketing bekannt gab, wird es ab Mai einen Online-Shop für alle alten und neuen Marketingprodukte an der Universität geben. Ein Blick auf die im Bau befindliche Webseite lässt vermuten, dass es in Zukunft auch ein wenig mehr an Bekleidung mit Uni-Logo geben wird. Aktiventreffen. Unter dem Motto Gemeinsam sind wir stark lädt der Allgemeine Studierendenausschuss alle Fachschaften, Projektbereiche und Initiativen oder kurz alle Aktiven zu einem runden Tisch ein. Ziel ist es am kommenden Mittwoch, Zitat, noch mehr gemeinsame Schnittstellen zu finden und die Universität aktiver zu gestalten. Stupa Paderborn. Save the date. Nächste Sitzung des Studierendenparlamentes ist am 4. Mai um 16 Uhr. Mehr dazu in der kommenden Sendung. Das war's von 16 zu 9, eurem Uni-Nachrichtenformat aus Paderborn. Für die, die es noch nicht kennen, fleißig teilen und weitersagen. Bis zum nächsten Montag und bis dahin weitermachen.